Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir starten heute mal kurz im Hauptmenü, bevor das Gebastel losgeht, um eine Frage zu beantworten, die jetzt doch ein paar Mal aufgeploppt ist in den Kommentaren. Wie kann man Mods aktivieren? Erstmal müsst ihr sie natürlich runterladen und installieren. Bei Steam Workshop Mods ist das natürlich denkbar einfach. Einfach auf Abonnieren klicken. Bei den Sachen, die ihr manuell runterladet, sprich aus von transportfever.net, dort aus dem Download-Bereich oder von der Mod-Werkstatt zum Beispiel, die kommen in den Hauptordner des Spiels. Dort gelangt ihr hin, im Steam, also in der Steam-Bibliothek, einfach einen Rechtsklick machen auf euer Spiel, dort dann auf die Eigenschaften gehen, auf den Reiter lokale Dateien. Und dort könnt ihr dann einfach den obersten Punkt nehmen, lokale Dateien durchsuchen. Dann landet ihr einfach in dem Hauptordner des Spiels und dort befindet sich der Unterordner Mods. Und dort müssen die Sachen rein, die manuell installiert werden. Wenn ihr das getan habt, geht ihr hier auf Spiel laden. Dort sind dann eure Save Games abgebildet. Hier seht ihr auch direkt in der Übersicht, was ihr schon alles an Mods aktiviert habt. Und dann ist hier unter dem Löschen, das kann man vielleicht tatsächlich übersehen möglicherweise, erweiterte Optionen einblenden, dieses kleine Pluszeichen hier. Dort draufklicken, dann seht ihr nochmal, dann öffnet sich praktisch diese Liste und ist bearbeitbar. Dort sind dann die ganzen Mods, die ihr bereits aktiviert habt. Ich scroll hier mal ein bisschen langsamer runter, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann. Dann seht ihr direkt, was ich hier gerade aktuell alles an Bord habe. So viel ist es noch nicht, dürften jetzt um die 50, 60 Mods sein. Ein paar Deko-Assets sind dabei und Rollmaterial im Wesentlichen alles aus DB und ÖBB-Bereich. Mehr habe ich da einfach noch nicht dazu genommen. Ein paar Tunneltypen. Die ganzen Sachen, die es eben jetzt schon zur Verfügung gibt. So, 63 Mods sind das aktuell. Und hier unten seht ihr, das sind die Mods, die eben nicht aktiviert sind. Ne? Grün aktiviert, grau nicht aktiviert. Und hier müsst ihr einfach nur noch diesen Reiter, also hier einmal draufklicken. Und dann ist diese Mod aktiviert und im Spiel verfügbar. Lasse ich allerdings momentan weg hier die österreichischen Oberleitungen. Ich habe die deutschen Oberleitungen aktiviert. Österreichische Signale habe ich jetzt auch nicht wirklich Verwendung dafür. Wobei die Wartesignale eigentlich ganz cool sind. Lasse ich jetzt aber auch mal weg. All Available Mod, vielleicht das noch kurz erwähnt zu haben, der ist schon super zum Basteln, weil dann eben einfach wirklich wahnsinnig viele Assets verfügbar sind. Und dann kann man eben auch, wenn man die Bahnhöfe konfiguriert, ältere Bahnhofstypen mit einbauen. Aber Nachteil ist halt, dass dann trotzdem noch auf einer modernen Karte diese Pferdekutschen unterwegs sind. Deswegen, wenn das Spiel einfach so läuft und ich filme etc., lasse ich ihn aus. Zum Basteln mache ich ihn meistens an. So, und das war's auch schon. Dann einfach aufs Spiel starten gehen und los geht's. Und dann legen wir mal los mit Gebastel. Und zwar, das sind jetzt mal so die Grundlagen, wie ich mir einfach die Stadt versucht habe, erstmal zu layouten. Also sprich, das ist jetzt erstmal die ganz grobe Straßensetzung. Häuser stehen hier noch keine rum und es existiert in dem Sinne auch noch keine Stadt. Die wird dann einfach mit dem Ingame-Tool noch angelegt. Also ganz unten in der Tool-Leiste, in der Werkzeugleiste sind ja rechts die Button. Also Industriebutton und einen Stadtbutton gibt es halt. Da müsst ihr einfach mit dem Mauszeiger drüber gehen und dann wird euch das ja angezeigt, was was ist. Und so könnt ihr eben Städte beliebig setzen und Industrien auch beliebig setzen und auch konfigurieren. Also bei Städten kann man zum Beispiel einstellen, welche Waren angefordert sind. So, das ist schon echt ein cooles Feature. Also muss ich sagen, gefällt mir gut. So, dann hier das, ich sag mal, bewährte Layout mit den mittig liegenden Trambahngleisen. Das hat zwar auch so seine Nachteile, insbesondere dort, wo sich Kreuzungen befinden. Das werde ich euch auch noch zeigen. Dort funktioniert das mit den Ampeln halt überhaupt nicht, leider. Weil man einfach keine komplexen Ampelschaltungen machen kann, beziehungsweise man ist halt... Ich zeige euch das gleich noch in-game, was ich damit meine. Das führt doch ein bisschen zu Verkehrschaos, leider. Dann, wie man diese Brücken hier einfach so reinzieht, zeige ich euch auch gleich noch kurz. Man kann ja alles in der Höhe verstellen, die ganzen Assets mit Punkt und Komma. Dadurch ist das wirklich super easy, eine Straße reinzuziehen. Beziehungsweise eben eine Brücke. So, auch auf dieser Seite selbe Spiel. Nochmal mit einem Kreisel gearbeitet. Das finde ich halt immer eine ganz coole Herangehensweise, eine saubere Herangehensweise, um diese... um dieses Trambahn-Layout mit zwei Einbahnstraßen und in der Mitte sind die Trambahngleise, um das halt quasi zu dem Ende zu bringen, abzuschließen. Weil sonst, tue mich sonst schwer, das halt irgendwie ordentlich irgendwo hinzuführen.
Also in eine Kreuzung rein zum Beispiel, das sieht halt nicht so prickelnd aus, aber wenn man das einfach an den Kreisverkehr dran dockt, dann kann man dort praktisch diese Einbahnstraßenkonstruktion enden lassen und das sieht dann eigentlich immer ganz gut aus. So, dann sind wir hier im Bahnhofsumfeld und es geht weiter mit Straßensetzung. Habe ich jetzt schon erwähnt, dass die Zeitraffer ein bisschen langsamer läuft? Einfach um das besser nachvollziehen zu können. Damit das hier nicht so durchrauscht, wurde auch ein paar Mal angemerkt. Ich habe es einfach ein bisschen langsamer gedreht. Ich glaube 4,5 statt 6. So, dann hier mal so ein bisschen schräg angelegt. Einfach um ein bisschen Variation drin zu haben. Dann hier wird so ein bisschen erhöht gebastelt. Praktisch eine kleine Stufe eingebaut in die Stadt. Soll ja auch nicht alles komplett in einer Ebene sein. Also das sieht halt auch echt nicht gut aus. Ein paar Höhenunterschiede müssen schon drin sein in so einer Stadt. Nur halt großflächig um die ganzen Bahnanlagen herum habe ich halt wirklich alles einplaniert und in die Ebene gebracht. Aber da sollen schon auch noch ein paar Erhöhungen oder Vertiefungen drin sein. So, hier habe ich dann auch die normalen Straßenarten erstmal gewählt, also sprich nicht die Straßentypen, die für den KI-Bau gesperrt sind, sondern hier darf die KI dann auch ihre Häuser aufstellen. Und so versuche ich dann eben so eine Art Mischform hinzubekommen. Rund um den Bahnhof, Bahnhofsvorplatz und so weiter werde ich das alles selber bauen. Und außenrum lassen wir die KI mal ein bisschen basteln und schauen mal, was dabei rauskommt. Und das ist ja auch ganz nett, wenn man den direkten Vergleich hat. Außerdem ist es sowieso aktuell die einzige Möglichkeit, halt eine lebendige Stadt zu haben. Es gibt ja noch keine Besuchermagneten und dergleichen. Und ohne Sims zu spielen, wäre ja auch der pure Wahnsinn. So, dann geht's weiter mit dem Layout. Und hier ist eben auch das, was ich gemeint habe. Also hier endet praktisch diese Geschichte mit Einbahnstraße links, rechts und in der Mitte die Trambahnschienen. Und an so einem Kreisel kann man das halt alles schön andocken. Und dann mit verschiedenen anderen Layouts weitermachen. Wie hier mit der ganz normalen, breiteren Straße. Schon mal so eine kleine Autobahn vorbereitet und dort rausgeführt aus dem Kreisverkehr. Wird dann natürlich auch noch irgendwann ein Thema werden. So, dann sind wir ungefähr auf Höhe des Güterbahnhofs. Auch zum Thema Güterverkehr gibt es mittlerweile schon ein paar nette Mods. Also ein paar Waggons sind schon vorhanden. Ein paar passende Lokomotiven, da kann man dann also auch schon demnächst mal einsteigen in das Thema. Kesselwaggons habe ich schon gesehen und installiert. Schiebewandwaggons. Da geht also auch schon ein bisschen was voran. So, hier wird der Straßentyp nochmal geändert, einfach um einen sauberen Übergang zu haben. In dem Kreisel. Und dann geht es am Bahnhofsvorplatz weiter. Das ist auch alles noch wirklich totale Rohfassung und habe ich jetzt auch nochmal inzwischen ein bisschen umgebaut. Und mit den Deko-Assets, die mittlerweile auch erschienen sind, in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen abgeändert, einfach alles. Natürlich haben wir noch längst nicht die Möglichkeiten wie im Vorgänger, aber man kann schon ein bisschen was machen, so ist es nicht. Dann einige Trambahn- und Bushaltestellen verteilt. Versucht nochmal ein paar so Übergänge zu schaffen. Da muss man natürlich immer aufpassen, wenn die Trambahn, also wenn das alles zu eng gebaut ist, hier mit den Einbahnstraßen und der Trambahn in der Mitte, dann kriegt man da halt keinen vernünftigen Übergang mehr drüber. Muss man halt irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Hier geht's dann sogar.
Dann haben wir auch eigentlich schon die Grundlagen geschaffen und können da auch gleich mal die erste Stadt wachsen lassen. Bisschen anpinseln noch die ganze Geschichte. Schön großflächig drüber schmieren mit der Betontextur rund um den Hauptbahnhof. Und dann aktiviere ich dieses Städte-Tool, mit dem man einfach Städte platzieren kann. Und ihr seht schon, dann wächst hier so eine Stadt. Einstellung kann man rechts unten sehen, Kapazität riesig. Dann werden natürlich auch erstmal dort Häuser hingestellt, wo ich keine haben will, aber die radiert man einfach wieder weg. Reißt sie einmal ab und wenn man die passenden Straßentypen verwendet hat, dann wird dort im Normalfall auch nichts mehr gebaut, wo man es eben nicht haben will. So, dann lasse ich das Ding schon mal ein bisschen laufen. Dann kann die Stadt so ein bisschen vor sich hin wuchern und die KI ihren Bauwahn frönen, Häuser abreißen, wieder neu aufstellen. Und dann haben wir die erste Stadt zum Leben erweckt. So, dann braucht man natürlich auch direkt im ersten Dingsbums, im ersten Schritt schon mal ein bisschen öffentlichen Personennahverkehr, sprich mindestens eine Tramlinie und ein, zwei Buslinien, damit hier schon mal ein bisschen was in der Gegend rumfährt und natürlich auch um dem Verkehrschaos entgegenzuwirken. Wenn man den Sims einfach keine Alternativen zum Autoverkehr bietet, dann fahren sie natürlich wahrscheinlich alle mit dem Auto, habe ich noch nicht so wirklich beobachtet, aber ist natürlich schon ein großer Faktor. Dazu auch direkt schon mal schnell ein paar Depots hingeschmissen, dass ich mir eben Busse und Trambahnen bestellen kann. Dann noch mit Busspuren aufgerüstet, damit die Trams und Busse auch gut durchkommen. Und eben auch die Trambahnschienen mit Busspur aufgewertet, damit dort halt keine Autos fahren. So, ein paar Stationen noch verteilt, damit wir schon mal die erste Linie anlegen können. Das tun wir dann auch direkt. Und dann können wir die Linie auch komplettieren. Ziemlich simpel gehalten, die fährt eigentlich nur hin und her, wenn man so will. Und hat dann eben ganz am Schluss von den Linien einfach jeweils einen so einen Wendekreis, eine Wendeschleife. Und dann werden ein paar Trambahnen auf die Reise geschickt. Das sind alles aktuell noch die Vanilla-Fahrzeuge. So, dann war mittlerweile das Asset Expansion Paket erschienen auf Steam im Workshop. Dann habe ich das auch direkt installiert und habe damit mal begonnen, rund um den Hauptbahnhof ein paar Blöcke zu füllen im Eigenbau. Die Texturen sind mal wieder kaputt gegangen zwischendrin, wie man sehen kann. Wohnblöcke hier entlang der Bahnanlagen und rund um den Bahnhofsvorplatz natürlich. Das soll dann auch alles möglichst im Eigenbau stattfinden. Es gibt mittlerweile sogar schon eine Mod, nennt sich glaube ich Asset Häuser oder so, kann ich euch auch gleich noch zeigen, mit dem man tatsächlich auch schon diverse Vanilla-Häuser platzieren kann. Allerdings ist die Auswahl noch ein bisschen eingeschränkt. Es ist halt die modernsten Wohngebäude sind aktuell zur Verfügung. Also ich hoffe mal, dass da auch noch mehr kommen wird. Aber die kann man auf jeden Fall immerhin schon mal aufstellen und damit auch schon mal so ein bisschen Eigenbau betreiben. Was natürlich auch schon mal eine ganz coole Sache ist. So, hier eher mit Altbauten so ein bisschen was gebastelt. Plus ein grobes, modernes Bürogebäude dazu gepackt. Und auch das habe ich dann alles nochmal ein bisschen umgebaut. Nichts von dem, was ihr hier seht, ist wirklich in Stein gemeißelt. Also da wird noch viel dran rumgeschraubt, viel abgeändert. Aber immerhin, also es ist schon einiges
zum Thema Eigenbau möglich. So, hier auch mal so ein bisschen größeres Gebäude dazu gepflanzt. Möglicherweise irgendein Großkonzern, der sich dort angesiedelt hat. Dann hier so rund um den Bahnhof ein bisschen was Zweckmäßigeres. Vielleicht eine Behörde. Eisenbahnbundesamt zum Beispiel. Kann ja sein. Trailer sind auch schon verfügbar. Zäune aus dem Asset-Expansion-Paket. Snappen auch an die Gleise dran, also auch in der Richtung kann man schon ein bisschen was machen. Und man sieht auch immer wieder den Autosave reinballern, also aber der, man kann da trotzdem währenddessen weiter basteln, also das ist schon auch eine ganz angenehme Geschichte. Generell die Speicherzeiten, also ich bin natürlich noch relativ am Anfang, aber ein paar Gleiskilometer sind da doch schon verlegt und ein paar Linien sind unterwegs, aber speichern geht super schnell, also scheint sich auch was geändert zu haben. In weichen Bereichen kann man halt immer noch keine Assets an die Gleise snappen, deswegen habe ich hier gerade noch mal kurz die Gleise abgerissen und wieder reingebaut. So, und dann hier nochmal alles schön vollschmieren. Großflächig einmal mit dem dicken Pinsel drüber gehen. Und dann gehen wir auch direkt nochmal in-game. Gut, dann sind wieder ein paar Tage ins Land gezogen und ich habe einige Veränderungen noch vorgenommen hier insgesamt rund um den Bahnhof. Die schauen wir uns jetzt einfach mal an, stoppen das Ding mal, gehen auch nochmal in den Bastelmodus, damit ich euch ein paar Sachen zeigen kann. Die Straßentypen hier habe ich nochmal ein bisschen verändert. Ein paar Deko-Sachen sind noch dazugekommen. Große Änderung ist, es gibt mittlerweile auch eine Mod, die die Modulbegrenzung aufhebt oder halt erhöht zumindest. Die kommen, also da gibt es auch, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Versionen. Standardmäßig sind das ja, glaube ich, 25 Module in der Breite. Aber ich habe die Werte nicht im Kopf, keine Ahnung. Aber jedenfalls kann man das eben erhöhen. Da gibt es dann eine Mod, dann hat man 50 Module für Breite und Länge, glaube ich. Und dann 100, 200, 300, irgendwie so ist das gestaffelt. Ich habe, glaube ich, den Mod für 100 Module genommen, das sollte auch vollkommen ausreichend sein. Jedenfalls kann man da eben, wenn man diese Mod installiert hat, dann die Bahnhöfe auch breiter und länger gestalten. Also bislang war das ja, glaube ich, begrenzt auf, ich weiß nicht mehr genau, was es waren, 13 Gleise oder so. Ja, für so einen wirklichen Kopfbahnhof ist das halt schon ein bisschen wenig. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, wie viel haben wir denn, 18 Gleise oder so, 19. Genau, vielleicht mache ich ihn in die andere Richtung noch ein bisschen breiter, aber das sollte schon erstmal vollkommen genügend. Ist auf jeden Fall eine schöne Mod, also damit kann man schon mal deutlich mehr anstellen. Was ich glaube ich auch noch machen werde, ist, wenn ich dann den Bahnhof noch mal ein bisschen weiter umbauen werde, dass ich hier in diesem Bereich zum Beispiel dann nur diese älteren Bahnsteigtypen verwende, so wie hier zum Beispiel, das dann einfach in diesem ganzen Bereich hier umsetzen, plus auch die alte Bahnsteigüberdachung, dann bekommt man vielleicht so ein bisschen den Eindruck, als würde dieser Hauptbahnhof historisch gewachsen sein. So. Und es sind halt noch Teile von dem alten Layout übrig geblieben. So. Stelle ich mir ganz nett vor. Auf jeden Fall kann man mit dieser Modularität schon ganz coole Sachen anstellen. Und ich habe auch außenrum ganz viele von diesen Bahnhofsgebäuden noch hingekleistert. Können wir uns gerade auch mal kurz anschauen. Weil hier unter Passenger Buildings sind ja diese ganz kleinen Gebäude, dieses Small Side Building, ist auch noch nicht komplett deutsch übersetzt, einsortiert. Und ihr seht ja, die kann man hier einfach dran snappen. Und dort, wo eben noch Platz war, habe ich das getan. Und dort ergibt sich dann auch ein ganz nettes Gesamtbild hier. Schön auch mit diesen Treppenstufen alles ausgestattet. Und das ist ja auch gar nicht mal so verkehrt. So, dann steht hier auch ein Gebäude rum, hat aber nicht die KI reingebaut. Das ist die Mod, die ich schon erwähnt hatte. Wo sind die einsortiert? Das weiß ich natürlich alles noch nicht. Diese Heinis sind zum Beispiel auch, das habe ich jetzt gerade eben noch kurz davor installiert, das sind diese British General Railway Buildings. Das sind 2 Mods, einmal dieser Water Tower und einmal diese Signal Box, das Stellwerk. Ist auch relativ umfangreich mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten und da ist eben auch hier irgendwie dieses Bahnpersonal mit drin. Einmal aus der Dampf-Ära, einmal aus der modernen Ära, also auch eine ganz nette Sache. Man auch schon mal ein bisschen was mit anfangen. Das aber nur am Rande. So, was wollte ich eigentlich zeigen? Genau, die Gebäudesetzungsdinger, tralala, wo sind sie denn einsortiert? Keine Ahnung. Hier wahrscheinlich, nee.
Ganz hier hinten unter Miscellaneous haben sie sich versteckt. Und das ist auch, glaube ich, alles vom selben Modder. Hier haben wir Building Asset, einmal mit Kollision an und aus. Und dasselbe gilt für die Busse, für die Autos und für die Trucks. Also auch damit kann man schon ein bisschen anfangen zu dekorieren. Einziger Nachteil ist halt aktuell noch an der Geschichte, ihr seht schon, die Scheinwerfer sind halt alle an. Und das ist natürlich, naja, für geparkte Autos ein bisschen ungünstig. Aber es ist ein Start. Das passt schon. Ist schon mal nicht so verkehrt. Man kann schon mal ein bisschen was damit anfangen. Was natürlich super interessant ist, diese Building Assets. Muss ich, glaube ich, nicht weiter erwähnen. Hier sind sie alle einsortiert. Wie gesagt, das ist halt wirklich nur die modernste Ära, die wir zur Verfügung haben aktuell. Und eben auch nur die Wohngebäude. Also keine Industriegebäude, keine kommerziellen Gebäude und eben wirklich nur die ganzen modernen Dinger. Aber man kann sich eben auch diese ganzen Geschichten, die Ingame, die Vanilla-Gebäude, schon mal gezielt heraussuchen und aufstellen, wie es einem gefällt. Und auch einfach mal die ganzen Gebäudetypen, die neuen Gebäudetypen durchgehen, sind auf jeden Fall ein paar ganz nette Sachen dabei. Das gefällt mir im Wesentlichen schon mal ganz gut. Und damit habe ich eben auch schon mal ein bisschen angefangen. Das hier wird zum Beispiel selber aufgestellt. Hier drüben die Ecke habe ich mal so ein bisschen gefüllt mit diversen Gebäuden, die ich einfach ineinander kombiniert habe. Genauso wie hier drüben, das ist vielleicht irgendwie so ein administratives Gebäude. Könnte eins sein. Und hier drüben irgendwo in dieser Ecke habe ich auch schon mal ein paar von den Dingern hingeschmissen. Nur um es schon mal dastehen zu haben. Um die ganzen Typen schon mal so ein bisschen betrachten zu können. Also auch in der Richtung können wir schon ein bisschen was veranstalten. Dann eine Sache, die ich auch noch erwähnen wollte. Hier mit diesem Setup zum Beispiel. Hier drüben bei dieser Kreuzung sieht man das ganz gut. Ampelsetzung macht halt mit diesem Layout relativ wenig Sinn. Wenn wir uns das mal anschauen, hier drüben, hier das Verkehrsmenü, Straßenverkehrsmenü, dann habe ich halt die Optionen, hier eine Ampel zu setzen, hier eine Ampel zu setzen, da eine Ampel zu setzen. Das sind halt, also all diese kleinen Bereiche, auch wenn es nicht wirklich so danach aussieht, aber selbst dieser kleine Bereich gilt halt als eine Kreuzung. So, jetzt das natürlich alles mit Ampeln voll zu ballern, macht halt wenig Sinn. Das gibt einfach nur Chaos. Vor jeder roten Ampel werden Autos zum Stehen kommen oder auch Busse. Also in diesem Bereich, dann ist diese Kreuzung blockiert. Genauso wie aus dieser Seite, wenn wir da drauf schauen, wenn sie hier vor den Trambahnschienen zum Halten kommen, weil die Ampel rot ist, dann ist diese Kreuzung blockiert. Habe ich alles schon ausprobiert. Also das funktioniert halt wirklich nicht mit diesem Layout. Die Kreuzungen generell, wenn man die mit Ampeln vollstellt, dann halt wirklich nur bei einer stinknormalen, ganz simplen Kreuzung, wie wir zum Beispiel hier eine haben. Da kann man eine Ampel guten Gewissens hinstellen, das funktioniert dann auch. Aber bei diesen, sobald es etwas komplizierter wird, ist mein Eindruck, funktioniert das einfach nicht mehr. Also eine etwas komplexere Kreuzung, wenn man das mal, kleines Gedankenspiel. Normalerweise, um diesen ganzen Bereich mit Ampeln abzusichern, dann würde ich ja diese Kreuzung, diese Kreuzung, diese Kreuzung und diese Kreuzung hier unten zu einer zusammenfassen. Also dann würde halt hier eine Ampel stehen. Um diesen ganzen Bereich abzusichern. Dann haben wir hier eine Einbahnstraße, das heißt nur auf dieser Seite würde eine Ampel stehen. Dasselbe gilt dann auch für hier drüben. Dann würde hier unten eine Ampel stehen und hier hätte ich auch noch eine. Und die würden halt kombiniert sein. Also die würden idealerweise zusammengehören. Und dann halt noch eine Lösung für die Trambahn. Die bräuchte halt eigentlich auch irgendwie eine Art von Signalisierung. Aber so kann man das eigentlich total vergessen. Und ich würde auch dazu übergehen, dann hier gar keine Ampel stehen zu lassen, weil das bringt nur Verkehrschaos. Selbst wenn ich mich jetzt entscheiden würde zum Beispiel, dann lass mal nur hier eine Ampel, damit halt die Trambahn zumindest gut durchkommt. Aber dann werden die Autos trotzdem, wenn sie hier von hier kommen und abbiegen wollen, werden sie hier zum Stehen kommen. Und wenn sie von hier kommen, werden sie auch zum Stehen kommen. Also das wird zu Verkehrschaos herrschen, weil letztlich eben mitten in den Kreuzungen, wenn man so ein Setup wie hier hat, es ist natürlich auch ein bisschen was Spezielles und wahrscheinlich nicht von den Entwicklern so gedacht, überhaupt so zu bauen, aber es funktioniert einfach mit den Ampeln nicht. Das führt zu totalem Verkehrschaos. Deswegen in der Form werde ich wohl die Ampeln weglassen müssen. Naja, gut, wie dem auch sei. Was wollte ich noch sagen? Genau, die Brückengeschichte wollte ich noch zeigen. Haben wir hier sonst noch irgendwas von Belang? Eigentlich erstmal nicht. Genau, dann zeige ich euch noch schnell, wie man die Brücken reinzieht. Denkbar simple Geschichte. Wir schauen mal, ob wir hier noch irgendwo ein bisschen freien Bereich haben. Einfach Straßenbaumenü auswählen, irgendeine Straße eurer Wahl. Und mit Punkt und Komma könnt ihr ja die Höhe verändern. Also sprich, mit Komma geht es nach unten, mit Punkt geht es nach oben. Und ich glaube, Moment, 1, 2, 3, 4 dürfte, glaube ich, genau die richtige Höhe sein.
um hier einfach direkt eine Brücke drüber ziehen zu können. Perfekt in der Ebene, ihr seht schon. Und mehr ist es nicht. So kann man einfach schön eine Brücke reinziehen. Wenn man Probleme hat mit den mit den Brückenpfeilern, dann gibt es ja auch eine Mod, die mittlerweile hier die Säulen deaktiviert. Also die Pfeiler aktuell für die drei verschiedenen Vanillabrücken. Kann man gegebenenfalls, manchmal ist es halt für die Bahnen, für das Bahnanlagengebastel, wenn man irgendwie Brückenkonstruktionen quer über die Bahnanlagen machen möchte, auch in einem spitzeren Winkel, dann ist das natürlich schon super. Wir können das gerade mal ausprobieren. Dasselbe gilt natürlich auch für die Gleise. Habe ich mir jetzt auch noch gar nicht so wirklich angeschaut. Dann gehen wir auch wieder auf dieselbe Höhe. 1, 2, 3, 4. So würde man... Ja, das war noch nicht die richtige Höhe. So, dann müsste eigentlich passen. Wenn man jetzt wirklich in so einem spitzen Winkel hier drüber gehen möchte, dann funktioniert das natürlich mit den Brückenpfeilern nicht. Beziehungsweise es ist wirklich elendes Gefummel, aber wenn man sie abstellt, kann man hier natürlich so drüber gehen. Sollte man dann natürlich nicht zu lang machen, dann sieht es halt irgendwann unrealistisch aus, wenn man hier halt wirklich so eine ganz, ganz lange Brücke hat, ohne Brückenpfeiler. Aber so kann man sich auf jeden Fall behelfen und wahrscheinlich bekommt man damit auch Überwerfungsbauwerke schon mal ganz passabel hin, vermute ich mal. Das geht auf jeden Fall. Werde ich natürlich auch noch alles schön im Detail ausprobieren. Gut. Und eine Sache noch, die auch regelmäßig gefragt wird, deswegen werde ich es auch in dieser Folge mal kurz abhandeln. Wie parkt man Züge ein? Ja, müsst ihr natürlich auch einfach die entsprechende Mod installiert haben. Und zwar ist das, wenn wir hier mal in ein Depot hineingehen. Unter den Dampflokomotiven ist diese Fake-Lokomotive einsortiert, die ich mir installiert habe. Gibt es, glaube ich, auch schon im Workshop mittlerweile. Also einfach danach mal suchen. Ansonsten transportfever.net, ich glaube, da habe ich meine her. Die machen aber auch alle das Gleiche, ist also scheißegal, welche ihr davon installiert habt. So, dann stellen wir uns einen Zug zusammen mit dieser Fake-Lokomotive. Irgendwelche Waggons, was nehmen wir denn? IC 79. Dann kann man das auch gerade noch kurz zeigen. Es gibt ja bei vielen Waggons und auch bei vielen Lokomotiven einfach verschiedene also Typen, Kategorien. Hier zum Beispiel sind dann eben die erste Klasse, die roten Waggons mit einsortiert, verschiedene Restaurantwägen und dann hier zweite Klasse eben diese schönen grünen Wägen. Und dann müsst ihr einfach anklicken, was ihr haben wollt und dann hier oben hinzufügen. Und dann nimmt er eben in dem Fall die grünen, dann können wir nochmal einen roten unterheben und so weiter. So ist das eben. Also es gibt einfach so ein Submenü für die verschiedenen Mods und dadurch explodiert halt dieses Menü insgesamt nicht mehr ganz so. Und das ist schon auch ein ganz angenehmes Feature. So, stellen wir uns mal einen kleinen Zug noch zusammen. Und der muss dann halt irgendeine Linie erreichen können. Der wird jetzt wahrscheinlich, weil hier sowieso eine Weichenstraße rüberläuft, so ziemlich alles erreichen können. Also schickt mal den jetzt einfach... Oh, jetzt habe ich ihn gar nicht gekauft, oder? Verdammt. Sollte aber noch... Egal. Muss man nochmal zusammenstellen. Fake-Loco. Waggons eurer Wahl. Ja, jetzt habe ich was falsch gemacht. So. Genau, jetzt passt's. Paar von denen hier hinten dran und dann kaufen, auf irgendeine Linie schicken, die erreicht werden kann. Die hier wird mit jedem auf jeden Fall erreicht werden können. Ja, dann parkt er ihn einfach rein. Lasst den Zug rausfahren. Ihr seht schon, die Fake-Lokomotive ist einfach unsichtbar. Fährt mit 20 km/h dahin und dann lasse ich den hier hinfahren. Die fortgeschrittenere Methode wäre natürlich, das wirklich auch auf alle Gleise zu bringen, dort, wo man es genau haben will. Das geht aktuell halt noch ein bisschen schwierig, weil für eine Linie brauchen wir mindestens zwei Bahnhöfe. Das heißt, wenn ich jetzt Bock hätte, hier einen Zug hinzuparken, an dieses Signal, also auf dieses leere Gleis hier, dann müsste ich mir hier hinten noch irgendwo einen Bahnhof hinkleben, könnte dann eine Linie anlegen von diesem Bahnhof. Also wir gehen mal davon aus, dass dieses Zugdepot halt einfach ein Bahnhof ist. Von diesem Bahnhof zu diesem Bahnhof und dann kann ich halt über den Wegpunkt, dann würde ich dieses Signal als Wegpunkt nehmen und dann würde das halt so auch funktionieren. Aber ich hoffe doch mal, dass irgendwann demnächst auch noch diese Spitzkehre erscheinen wird, was einfach nur so ein kleines Stück Gleis ist, was eben als Bahnhof
funktioniert und dadurch würde das halt dann bedeutend einfacher gehen. Also so ist es schon einfach ein Gefummel. Wie gesagt, müsste ich mir hier das Depot wegreißen, ein Gleis rausziehen, einen kleinen Bahnhof drin hinkleben und hinter dem Bahnhof nochmal ein Depot. Habe ich, glaube ich, auch schon irgendwo gemacht. Das wird es dann auch in einer der nächsten Zeitraffern geben. Aber es ist halt doch relativ mühsam, weil man eben extra noch einen Bahnhof hinbauen muss, den dann auch wieder abreißen. So. Also ich hoffe mal, dass mit den Spitzkehren, dass die noch irgendwann kommen werden und dann ist das Problem auch behoben und das geht dann deutlich einfacher vonstatten. So, jetzt haben wir doch ein paar Sachen gezeigt, ein bisschen was gebastelt. Ich würde sagen, das soll es dann inhaltlich auch erstmal gewesen sein. Ihr bekommt natürlich noch ein paar Impressionen aus dem laufenden Betrieb hinten dran geschnibbelt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nein, nicht ganz. Eine Sache wollte ich gerade noch erwähnt haben. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich Probleme mit Abstürzen habe und dass das wahrscheinlich von der Gleisgeschwindigkeiten-Mod herrührt. Das ist aber definitiv nicht der Fall. Das Problem war, ich hatte mir das große Baureihe 218-Paket aus der Mod-Werkstatt installiert, hatte aber noch eine Vanilla-Lok auf den Linien, also auch die 218er. Und jedes Mal, wenn ich dort hingegangen bin und reingezoomt habe auf die Lokomotive, auf die Vanilla 218, dann ist das Spiel abgeschmiert. Und deswegen habe ich die einfach von der Linie runtergeschmissen und habe fortan nur noch die gemoddete 218er unterwegs. So, das soll es gewesen sein.